Mir hat es ja gefallen, dass man eine sehr breite Palette an Themen gesehen hat. Es war nicht wie zu befürchten einfach nur Mathematik und ein bisschen Informatik, sondern quer durch den Garten. Was so die Leute angeht, die Vorschläge reingebracht haben, war es schon international, wobei ich hätte es mir noch ein bisschen innovativer gewünscht. Also es war ja schon, wir mussten schon relativ sieben, bis wir dazu wirklich guten Sachen kamen, die auch innovative Ansätze hatten. Ich hätte da schon gerne noch ein bisschen mehr so Sachen gesehen, die ich jetzt auch nicht erwartet hätte, also die mich echt überrascht hätten. Es ist schwierig, allen gerecht zu werden. Es gibt einerseits ja die Anforderung, dass man schon eine korrekte Lehrveranstaltung machen muss, die irgendwie auf Hochschulniveau ist. Und gleichzeitig hätten wir natürlich schon gerne Magic, um das MIT-Wort dann zu zitieren. Ja, genau. Das zu verbinden ist eine Herausforderung. Ja, was ich schade finde, ist manchmal, dass der Anfang ist so, wir kennen die, wenn wir an die Uni denken, dann denken wir an so den großen Vorlesungssaal und diese Vorlesung, wo man dann drin sitzt und da steht einer vorne, der hält diese Vorlesung und das ist dann eine Stunde oder 90 Minuten lang oder so. Und wenn man das als Anfangspunkt nimmt und dann sich überlegt, okay, wie kann ich das im Web machen, finde ich, hat man schon die Hälfte der Innovation verschenkt. Wenn man darüber nachdenkt, so wie funktioniert das Web, wie wir da miteinander arbeiten und so, also diese ganzen Sachen, die wir ja schon machen eigentlich, und man überlegt sich, wie kann ich das zur Bildung und zum Lernen bringen, da steckt nochmal ganz viel drin, was finde ich so die, wo die MOOCs in der Anfangsstufe stehen. Also das ist so der Beginn jetzt und dann hoffentlich werden wir in diese Richtung. Ja, oder vielleicht noch ein dritter gehen. Punkt. Ich würde nicht bei der klassischen Hochschullehre anfangen. Ich würde auch nicht bei der Technik anfangen. Ich würde da anfangen bei dem, was zum Schluss rauskommen soll. Was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen? Was soll gelernt werden? Im Endeffekt führt mich das sogar zu der Frage, was ist eigentlich Bildung? Ja, absolut. Es war ja auch in dem Gespräch in der Jury so ein bisschen, die einen haben so ein bisschen mehr zur Pädagogik geguckt und gesagt, so, da fehlt uns die Pädagogik oder da finden wir die Pädagogik gut. Die anderen haben gesagt, ja, großes Potenzial, eine riesen Benutzergruppe zu finden. Wieder andere hatten so ein bisschen die Idee, bringt das jetzt die Universitäten einen Schritt voran? Ja. Also können die Universitäten sich da drin wiederfinden und sehen so die Möglichkeiten? Und ja, das war eigentlich, fand ich ganz schön auch von der Jury her so, dass da die Leute sehr unterschiedliche Hintergründe hatten, aber jeder doch auch so versucht hat, die anderen so ein bisschen zu verstehen in ihrer Argumentation. Ein Punkt noch, kann es die Universitäten weiterbringen? Inwiefern hat das jetzt einen Effekt tatsächlich auf die Institution, Hochschule sage ich mal allgemein, Universitäten und Fachhochschulen? Ja, absolut. Das ist ja, und da ist halt ganz interessant für mich zu sehen, ich bin jetzt zwar Deutscher, habe in Deutschland auch studiert, aber lebe halt schon lange im Ausland und in Amerika haben die Universitäten einen ganz anderen Druck momentan, was zu tun. Es weiß zwar keiner so genau, was das werden soll. Also jeder hat halt diese Idee, wir machen MOOCs, wir müssen MOOCs machen, aber so genau, wo das hinführt, das weiß noch keiner. Aber hier in Deutschland ist es eigentlich ganz schön zu sehen, dass es jetzt, es geht ein bisschen später los, aber jetzt mit dem Stifterverband und so die ersten Experimente gibt es da schon so ein bisschen Initiative. Aber ich sehe da noch nicht den Druck auf die Institutionen in dem gleichen Maße wie in Amerika. Also die Unis in Deutschland haben eben diesen Innovationsdruck nicht in der gleichen Form wie die Unis in Amerika, die ja zum Teil mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Studenten zahlen irres Geld, die verlangen, dass da was rauskommt. Und ich selber bin ein Riesenfan von einem öffentlichen Bildungssystem. Aber ich denke, dann muss man auch verlangen können als Öffentlichkeit, dass sich da jetzt mal was tut. Ja. Und diese neuen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Und das ist, finde ich, ganz interessant jetzt für mich so da in Deutschland zu sehen, wie die Unis da eigentlich sich jetzt noch fast schwerer tun als die Unis in Amerika, da mal so ein Wagnis einzugehen, einen Schritt nach vorne zu machen. Es ist ja auch, das sieht man in den USA, es geht ja auch tatsächlich um den Platz in der Hackordnung sozusagen. Die Community Colleges, man will, sind ja Berufskollegs vielleicht, und die einfacheren Universitäten, die nicht gerade Ivy League sind, die werden dann vielleicht die ersten großen Anwender sein, beziehungsweise sind ja jetzt schon die ersten großen Anwender von diesen Programmen. Es könnte ja auch darauf hinauslaufen, dass man deren Studenten abspeist, elektronisch, mit nicht immer ganz hochwertigem Material. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Grund zur Sorge, denke ich. Also, dass die da, oder da ist halt die Frage dann, was bekommen die noch an diesen Universitäten zusätzlich zu dem, was man über einen MOOC anbieten könnte? Und
Ich denke, obwohl wir über Innovation hauptsächlich jetzt im digitalen Bereich sprechen, eigentlich auch sehr interessant ist zu fragen, jetzt, wenn man einige dieser Sachen eben digital kostengünstiger machen kann, mit hoher Qualität, so, was könnte dann noch auf dem Campus passieren oder mehr passieren, was man eben online nicht machen kann? Und das, finde ich, ist eine interessante Richtung für die Universitäten, mal drüber nachzudenken. Die haben jetzt diese ganze Infrastruktur, haben diese Gebäude. Da kann man ja irre Sachen mitmachen, die man online nicht machen kann. Und da mal zu gucken, jetzt so, was ermöglichen die MOOCs im persönlichen Austausch auch?